Wunderschönen guten Abend hier bei Live Beats aus dem Freebase Record Store. Heute mit Gerd Janson und leider nicht mit Thomas Hammann, der ist leider erkrankt, der hat eine Grippe. Aber der Gerd wird es auch alleine hinkriegen. Jetzt erstmal die erste halbe Stunde der Manuel mit neuen Platten und ab 20.30 Uhr dann der Gerd. Viel Spaß! Gerade hören ist von dem neuen Deadbeat Album. Nennt sich My Rotten Roots, ist auf jeden Fall eine wunderschöne Mixtur aus Detroit Chords, teilweise auch Two-Step, Dubstep Elementen auf der LP und auf jeden Fall eine geile Geschichte. Viel Spaß!
Platte ist von Chartrex, diesmal ein Repress auf Fear of Flying, ein Londoner Label, kam ursprünglich 2001 auf Chartrex eigenem Label raus, auf einer Dreifach-Vinyl, auf der sich noch ganz viele andere feine Geschichten verstecken. Viel Spaß!
was jetzt gerade zu hören ist, ist die neue Underground Quality Doppel 12 Inch Compilation. Das ist der Track von Samuel André Madsen. Ist auf dem Label von Just Add Underground Quality rausgekommen und ist auf jeden Fall eine geile Geschichte.
wunderschöne funkige Hausnummer ist von Dwayne Janson, auf dem Repress-Label Dockside Records aus Frankreich rausgekommen. Kam vorher schon ein Norm Telly, eine Rick Wade raus, ist auf jeden Fall immer streng limitiert, Vinyl Only, und ist auf jeden Fall eine Mega-Bombe. We'll be right back.
So, die vorhergehende Platte war von Jovon, bekannt durch Garage Shelter, ist jetzt auch ein Repress mit dem Stück Satisfied auf Millions of Moments rausgekommen. Und jetzt, was ihr gerade hört, ist eine Aubrey. Ich weiß jetzt leider noch nicht, ob es eine Altnummer ist. Ist auf jeden Fall auf seinem neuen Label rausgekommen, Dot, mit einem sehr technoiden Paul Mac Remix. Und ist auf jeden Fall eine schöne, spacige Detroit-Techno-Nummer. Viel Spaß! Thank you.
letzte Platte in unserer Vorstellrunde ist der KMS Repress Sampler Nummer 8. Diesmal mit dem Stück Forces von SRA aus dem Jahre 94. Und geht dann auch direkt nahtlos über in unseren wundervollen Gast, den Gerd Janson. Und später, sobald der Carsten da ist, gibt es dann noch ein kleines Interview. Und ja, viel Spaß mit dem Mix. We'll be right back.
Hallo? Hallo, ich bin jetzt auch da. Hallo Gerd, wir wollen uns ganz herzlich bei dir bedanken. Es war ein weiteres schönes Set von dir. Ja, ein bisschen Applaus bitte. Jetzt noch ein paar Worte zu dir, zu deinen nächsten Projekten auf Running Back oder deinen nächsten DJ-Sets. Morgen, habe ich gehört, bist du in? Ich glaube, es heißt Günnes Theater hier in Frankfurt. Das richtig in den Mund nehmen. Günnes Theater. Achso. Ich glaube, die Party heißt High Five. Die Party heißt High Five. Glaube ich. Ich weiß es. Also die Party heißt High Five, da ist er morgen zu hören. Außerdem kommt eine ganze Menge neues Running Back-Zeug jetzt raus. Genau. Die nächste Platte ist von Matthew Styles. Die kommt im... Nein, Quatsch, ich bring's durcheinander. Die kommt erst im Oktober und davor gibt's noch eine von Disco Nihilist, mit dem ich auch nächste Woche Samstag in Robert Johnson bin. Der macht so Drum Machine Musik aus Amerika. Und dann gibt's noch ein Red Shape Album Ende des Jahres. Ja, Wahnsinn. Ja, jetzt geht's los. Und ansonsten ist immer das Gleiche. Ich hoffe, ich habe niemanden überfordert. Er macht das Running Back Label, falls vorher, ich habe es vielleicht nicht richtig eingeleitet, aber ich hoffe, das wisst ihr. Nochmal kurz hier. Für jeden. Ich denke, das ist den meisten ein Begriff und ja, hier ist der Master of Disaster of Running Back. Er spielt noch bis um 10 Uhr und 9 Minuten. Gib Gas. Tschö.